Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grauton entdeckt in die Staffel 1 Rogue Legacy mit Folge 42, vielleicht der letzten, wir wissen es noch nicht. Ja, ihr werdet gleich sehen, wie versprochen habe ich, das ist ja schon mal, sind ja schon mal nicht so gute Klassen, wie versprochen habe ich offscreen ein bisschen gespielt. Ich habe jetzt eine neue Rüstung, diese schöne goldene, einen neuen Helm, ein neues Schwert. Und habe meine Runen ein bisschen geändert. Und zwar habe ich alles, was Vampirismus macht, weggemacht und was Mana absaugt auch. Weil ich töte de facto jetzt keine Feinde mehr, weil nur noch der Boss kommt. Drum nutzt mir es nichts und habe stattdessen zweimal die Himmelrune eingebaut. Deshalb kann ich jetzt das hier. Ich kann kurz fliegen. In der Hoffnung, dass ich damit über seinen Superskill rüberkomme. Und ich habe dreimal die Vergeltungsrune drin. Das heißt, ich werfe Schaden auf meinen Feind zurück. Je mehr man davon drin hat, desto mehr Schaden wirft man zurück. Und ja, ich probiere jetzt mal, was mir das bringt. Ich werde garantiert noch ein paar tausend Mal failen, aber ich glaube, dass ich so jetzt schaffen kann. Und dass ich jetzt nicht mehr noch stundenlang offscreen farmen muss. Auch wenn ich hoffe, dass man danach weiterspielen kann, weil mir fehlt nur noch eine Rune. So, jetzt habe ich natürlich gerade eine Klasse, die... Oh, die macht aber übelst Schaden. Das ist okay, das muss man aber schon mal. Jetzt habe ich das eingesammelt. Oh, 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 oh. Also so übel ist der Hokage vielleicht gar nicht. So, zack. Nimm das. So, da ist die erste Form down von ihm. Okay, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie krass der Hokage halt reinhaut. Ja, ja, so, das kennen wir alles schon. Jetzt verwandelt er sich nochmal. Ich hoffe, dass das die letzte Form ist dann von ihm. So. Ja, und jedes Mal, wenn er mich jetzt trifft, auch egal von wo, auch wenn er mich von da hinten irgendwo trifft, fügt er sich halt selber auch Schaden zu damit. Ah, jetzt macht er das, okay. Oh. Ja, ich glaube nicht, dass ich es jetzt mit der Klasse schaffe. Ah, Mist. Ja, wie ihr seht, ich komme auf jeden Fall schon mal deutlich weiter. Und ich kann halt zur Not auch mal hier so wegfliegen einfach. Ist er denn jetzt? Was macht er gerade? Ah. Na gut, okay. Aber ihr seht, das läuft schon deutlich besser. Ich glaube, damit habe ich deutlich mehr Chancen. Und ja, jetzt wäre mir, glaube ich, hier so ein Barbarenkönig eigentlich ganz recht. Zauberklinge. Das wäre natürlich auch mit dem Superchakram. Kann natürlich auch klappen. Ich tausche nochmal. Höhlenforscher, Erzmagier, Spruchklinge. Ja gut, das ist jetzt alles gerade nicht so... Das ist nicht so das, was ich jetzt gerade gern habe. Ja, und das Fliegen habe ich halt genommen, weil er ja manchmal diesen Skill macht, wo einfach Schwerter aus dem Boden kommen. Bis zu dem Punkt, wo man ist, wo man halt nicht rüberspringen kann. Deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt dann rüberfliegen kann. Jetzt habe ich nicht geguckt, welche Skills ich noch habe. Das war doof. Zeit anhalten wäre auch gut. So, fliegen wir mal kurz weg. Ah ne, ich bin ja gerade ein Höhlenforscher. Haha, Lampe, nimm er dies. Boah. Ja, aber ich habe jetzt natürlich, ich habe mir das gerade erst gekauft. Ich muss also mit dem Team auch noch so ein bisschen üben. Ich habe das schlicht und ergreifend, habe ich noch nicht damit gespielt. Ja, da gehen sie hin. Komm, mal einen mit viel Leben. Lichtkönigin Hokage. Ja, mit dem Hokage war gar nicht so scheiße. Ich probiere das. Ja, und jetzt werdet ihr sehen, wie ich noch sehr oft faile wahrscheinlich. Und ja, vielleicht irgendwann obsiegen mag. Man wird sehen. Ja, Hokage hat jetzt schon 200... Oh, der hat 201 Stärke. Ja, das ist natürlich echt nicht zu unterschätzen. Wenn ich jetzt wirklich absolut jetzt 3-4 Folgen nicht schaffe, dann spiele ich halt noch mal ein bisschen offscreen und hole mir noch ganz viel Leben. Ja, er haut natürlich übelst rein. Das... Nehmen er dies... Ach, shit. Ah. Bleib weg.
Ja gut, wegbleiben ist ja auch nicht so gut. Ich muss ihn ja treffen. Wegfliegen. Aha, Mana. Ah, nimm das. Ah, du Arsch. Ja, also am schnellsten voran komme ich mit dem Hokage. Er hat halt nicht viel Leben, das ist das Problem. So. Schwierig. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so wie bei Kid hier, wo ich wirklich dachte, wie zur Hölle soll ich das machen? Sondern es ist eher so, okay, ist schwierig, aber durchaus machbar. Ja, genau, diesen Skill meine ich. Da kommt man halt ohne Fliegen für meine Begriffe nicht rüber. Nein, ich will weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, jetzt ist es fast vorbei schon wieder. Was macht er jetzt? Oh nee. Okay, 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 komm. Ach, reingesprungen. Dumm. Ja, aber Hälfte hatte ich. Das kann klappen. Paladin, Lichtkönig. Gut, probieren wir es mit dem Paladin. Lady Bordua, die zweite. Stärke hat die. Ja, 150. Ich zock halt gleich einfach mal die Hälfte, ne? Das ist schon ganz schön heftig. So, bald haben wir kein Gold mehr, weil der Tod uns alles abknöpft. Aber ist jetzt ja auch gerade nicht mehr so wichtig. Okay, come on. So, komm, geschickt battlen. Ah, ja, vom Geschick sieht man noch nicht so viel gerade. Okay, also die erste Form schaffe ich jetzt schon mal recht zuverlässig, hoffe ich. So, Treffer. Oh, und ein Fleischstück ist direkt vor ihm. Schlecht. Brauche ich aber dringend. So, da bricht er wieder zusammen und da ist er wieder. Der Brunnen. So. Was macht er jetzt gerade? Ah, das. Okay. Uiuiui. So, wieder zweimal das hier losschicken. Oh, ich komme ja überhaupt nicht an ihn ran und jetzt sammle ich auch noch meine ganzen Konfliktsdinger wieder ein. Was macht er jetzt? Ah! Okay. Ah, jetzt wird er das hier in der Ecke machen wahrscheinlich, ne? Okay. Oh, oh, zweimal. Alter. Oh. Oh, wie er immer weiter übertreibt. Ja. Genau. Oh, ich hab ihn fast, Leute. Bitte. Was ist jetzt? Okay. Ja, was kommt jetzt? Das da. Komm, den kann man ausweichen. Ist jetzt nicht so schwer eigentlich. Oh, was hast du jetzt vor? Das? Okay, das müsste rüberfliegen. Ja! Paterphobie. Geschafft. Jungbrunnen. Du hast mich besiegt, aber zu welchem Preis? Ich habe vielleicht den König ermordet, aber nur nachdem er sein Volk verraten hatte. Frage ich selbst, welcher Gerechtigkeit damit Genüge getan wurde. Am Ende machen wir uns alle derselben Sünde schuldig. Schaue zu deinen Vorfahren. Dies sind die Kosten für unbestrittene Loyalität. Die Sonne. Ich hatte vergessen, wie sich das anfühlt. Yeah, Loot! Ja. Jetzt sind wir hier der neue Obermotz, aber den Jungbrunnen gibt es nicht mehr. Es wird also niemand mehr dieses Schicksal erleiden.
Ja. Ah, okay, jetzt können wir hier nochmal gucken, was wir alles erschlagen haben, so. 50 Grau Ritter, 4 Grauer Baronen, 6 Graudiator, 225 Speer, 76 Pupillen, 11 Hellseher, ein Kidir. Das war der erste Endboss. 108 Flammenhexer, 8 Brunsthexer und 89 Gluthexer. 125 Froster, 73 Vereiser, 9 Gletscher. Ah, zu schnell. 8 mal hier die zwei Oberzauberer. Barbetos und Amon. Ja, 131, 13 und 4, die jeweiligen Zombie-Formen. Ach, es gibt mehrere verschiedene Mimik-Typen. Und eine habe ich gar nicht mal gesehen, okay. Ja, das dumme Bild da, Salos. Das hat mir gut aufs Maul gegeben. Ich muss sagen, ich habe weniger erschlagen, als ich gedacht hätte im Verlauf der Story. Ja, da ist Alexander. Der zweite Endboss. Dann kommen jetzt die Gegner aus dem Maya. Ja, und es wird immer weniger werden, weil ich am Ende halt immer schneller vorangekommen bin. Ah ne, es sind einfach nur Gegnertypen, okay. Ich dachte, sie sortieren es nach Gebiet. Ah, die Hyperpflanzen. Auch achtmal. Ich habe nur 149 Nebulax erschlagen. Das kann ich gar nicht glauben. Aber so viel. Ja, Ponce de Leon. Der Boss mit der coolen Musik. Das Hypernebulak. Ketoa, Ketex und Ketus. Ja, Stachlus. Man kann sie offenbar erschlagen. Ich weiß aber echt nicht. Ja, ein Ninpo habe ich offenbar nicht mal getroffen. Ja, Blob, Blobbit und Blobsaurus Rex. Ja, und Herodotus, das war der Boss im vierten Gebiet. Der eigentlich der einfachste war sogar, den habe ich im First Try geschafft. Ja, die Schildwachen, die doofen kopflosen Ponys. Ah, wir sind schon hier ganz schön durch die Massen gewildert. Man kann Stachelfallen erschlagen. Okay. Und der Brunnen. Endlich ist er down. Und da ist unser Held, unsere Heldin, ist es ja geworden, eine Heldin, die zurückkehrt, ruhmreich, hat den jungen Brunnen vernichtet. Und als Fazit von mir, wirklich richtig schönes Spiel. Ich glaube, es hat 13 Euro gekostet, wenn ich mich nicht ganz irre, oder 14. Dafür kann man damit absolut nichts falsch machen. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 20 Stunden dran gespielt, das Offscreen mitgerechnet. Mir ist in der Zeit kein einziges Mal langweilig geworden. Man hat wunderbare Fails. Man lacht öfters mal über seine eigene Blödheit. Die Musik ist cool. Ich finde es cool, dass sie, obwohl es ja einfach so ein reines Geschicklichkeitsspiel ist, trotzdem noch über die 25-Tagebucheinträge so ein bisschen Story mit reinbringen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man nicht völlig ohne Kontext da durch die Gegend zieht. Der Humor ist sehr, sehr schwarz. Also wer findet, dass man sich über Krankheiten und so nicht lustig machen darf, sollte das Spiel vielleicht lieber meiden. Aber ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die schwer erkrankt sind und die es im Gegenteil im Prinzip eher nicht mögen, wenn man dann jede Erwähnung der Krankheit meidet und so, nur damit sie nicht gekränkt sind. Also wenn man das Schwarzhumorige mag, dann kann man da, glaube ich, viel Spaß dran haben, wie sie die Effekte umgesetzt haben. Ja, wir hatten insgesamt 153 Kinder. Und haben 20 Stunden und 5 Minuten gespielt. Genau. Wie ich es gedacht habe. Etwa 20 Stunden habe ich ganz gut geschätzt. Ja, und da ist unsere Familie und feiert unsere Heldin. Ja, was ich sagen wollte, wenn man diesen schwarzen Humor mag, dann kann man viel Spaß dran haben, zu gucken, wie sie die einzelnen Effekte verwurstet haben. Das hat einfach Spaß gemacht und war lustig. Läuft sich natürlich irgendwann tot, aber was bleibt, ist immer noch ein Spiel, was ordentlich lange geht, was fordernd ist, was komplexer ist, als man denkt hier mit dem Aufbau der Burg und den Fähigkeiten und den Ausrüstungsgegenständen und den Runen, mit den Bonusherausforderungen für die Truhen. Und ich bin ja, habe ja auch noch nicht diese Superbosse erledigt. Das werde ich jetzt aber im Rahmen des Let's Plays auch nicht mehr machen, weil ihr habt gesehen, ich habe mich hier mehr durchgetankt, als mit Skill durchzukommen. Und das werde ich einfach nicht schaffen. Also zumindest Kidir werde ich einfach nicht schaffen mit Level 0 und erst auf Level 275.
Das schaffe ich nicht. Deswegen soll es das hier gewesen sein. Danke fürs Spielen, sagt das Spiel. Danke fürs Zuschauen, sage ich. Ja, und wie ich gehofft hatte, kommt jetzt beginne dein Vermächtnis Plus. Man kann also jetzt noch weiterspielen, wahrscheinlich mit allem, was man schon gekauft hat. Genau. Sehr schön. Also kann man hier dann auch noch ein bisschen weitermachen. Ist ein Spiel, was ich sicherlich immer mal wieder nebenbei einlegen werde, was heißt einlegen, ich habe es ja gedownloadet, immer mal anschmeißen werde, weil ich möchte zumindest noch die letzte Rune haben. Es würde mich nicht wurmen, diese Trophäe nicht zu bekommen, weil ich dann eine Rune nicht eingesammelt hätte, hier die da. Ja, also wirklich schönes Spiel. Ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, wenn das dann überhaupt bis hier gelaufen ist, das ganze Let's Play, weil das durftet ihr ja entscheiden, beziehungsweise ich habe natürlich auch so ein bisschen nach den Klickzahlen und so geguckt, wie es ausschaut. Ja, also, wenn das Let's Play so lange ging, vielen Dank fürs Schauen. Ich verabschiede mich, euer Gauton. Ciao.